Ich empfange eine Hitzequelle aus dem Inneren der Substruktur. Jetzt vielleicht auch etwas genauer. Datenanalyse komplett. Es handelt sich wohl um den russischen KNRB-0 Argos-Roboter, um den es in der Debatte über die Kontrolle von Massenvernichtungswaffen geht. Ich glaube, ich brauche eine größere Knarre. Das ist ein Monocopter. Die Ladekapazität ging auf Kosten der Panzerung. Die Außenhülle sollte daher Schwachstellen aufweisen. Ich mach nicht! Denen ist Feuerkraft wichtiger als Verteidigung. Das werden sie noch bitter bereuen. Bravo! Das gesamte Feuer auf das Herzstück richten!